Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Starbound. Ja, wir sind hier gerade in unserer geheimen Forschungsanlage, die wir ja gebaut haben. Und da haben wir in der letzten Folge dann nochmal diese Planeten hier überall platziert, die wir gesammelt haben. Mal sehen, ob wir das so lassen oder ob wir das nochmal ändern. Müssen wir mal schauen. Ja, ich würde mal gucken, wie viele Diamanten wir eigentlich haben. Die haben wir ja hier zu Hause gelagert. Wenn wir so um die 30 haben, dann gehen wir mal in den Außenposten und tauschen die mal gegen ein paar Dublonen ein. 28 haben wir, also da fehlt auf jeden Fall noch was. Weil 10 Dublonen brauchen wir schon alleine, um bei diesem einen Händler diese Dublonen mal einzutauschen. So, ich würde sagen, wir kümmern uns diese Folge dann wieder ein bisschen um das Kopfgeld. Damit wir dort mal, ja, im Rang steigen. Was haben wir denn hier noch für Möbel jetzt? Ach, guck mal, hier haben wir noch so einen großen Globus und dieses Space Shuttle Bett. Achso, wir sind schon da. Sind aber, glaube ich, noch nicht gelandet, ne? Ah, okay, ich muss den Planeten noch ansteuern. Mal schauen. Okay, das scheint wieder ein Giftplanet zu sein. Hoffentlich sind wir hier also schnell fertig. Ah, guck mal, ein Diamant. Brauchen wir nur noch einen. So, wir entdecken wieder die Signaturen. Es scheint nicht weit zu sein, auch gleich wieder hier vorne. Yes. Ah, guck mal, hier ist ein Sessel. Ich glaube, den kennen wir noch gar nicht. So, da haben wir ihn schon. Sehr schön. Tatsächlich haben wir den noch nicht entdeckt. Krass. Also das erste Mal, dass wir hier mal so einen Sessel entdecken. So, dann lass uns die Couch auch noch mitnehmen. Haben wir einen Müllsack? Irgendwas? Nö. Natürlich die Frage hier, die Lampe kennen wir auch noch nicht. Aber noch ein paar schöne Sachen. Okay, wir haben die Diamanten zusammen. Das ging ja schnell. Komisch, dass wir jetzt auf einmal so viele Diamanten finden. Ist auch sehr ungewöhnlich. So, dann wollen wir uns hier auch gar nicht lange aufhalten. Gehen wir mal dann zurück nach Hause und holen uns mal die Dublonen. Dann machen wir das direkt mal. Das ist ja echt... freut mich gerade richtig, dass es hier so schnell geht mit den Diamanten auf einmal. Einmal zum Außenposten und dann wollen wir unten die Dublonen holen. 10 Stück an der Zahl brauchen wir. Um uns das, ich glaube, Pinguin-Kostüm zu holen. So, was war hier nochmal? Ah ja, da können wir hier Boomerang upgraden, beziehungsweise das Chakram. Könnte man vielleicht auch nochmal machen. Einfach damit man das hat. Benutzen tun wir sie ja nicht. So, hier. Einmal 10 Dublonen. Direkt eingetauscht. Und dann können wir mit denen mal hinten zu dem Händler gehen und uns das Kostüm holen. Ich weiß auch gar nicht, für was man die Diamanten sonst benutzen sollte. So, da haben wir das Pinguin-Kostüm.
Und hier können wir uns jetzt wie ein Pinguin kleiden. Ja, natürlich ein bisschen breiter als die normalen kleinen Pinguine. Aber naja. Gut, haben wir das auch mal angezogen. So, da würde ich sagen, legen wir das Ganze mal zu Hause ab, damit unser Inventar wieder ein bisschen freier ist. Hier können wir schon mal wieder ordnen, was wir verkaufen wollen. Und hier eisresistent können wir mal ablegen. Brauchen wir, glaube ich, nicht. So, und dann steuern wir mal den nächsten Planeten an für weitere Kopfgeldjagden. Bin auch mal gespannt, ob wir dann in der nächsten Peacekeeper Station, ob wir da unsere Magnum wieder aufwerten können. Die haben wir ja hier, das ist schon die etwas verbesserte. Aber ob die so den Unterschied macht, können wir ja mal austesten bei den nächsten Gegnern. Jetzt müssen wir erstmal mit unseren Mech hier raus. Und wieder Verbrecher jagen. Einfach in die Richtung, in der Hoffnung, irgendwas zu treffen. Ja, das klappte schon ganz gut. Jetzt wollen wir den hier unten nochmal ausschalten. So, wir haben auch wieder volle Energie. Hier haben wir noch eine RAM eingesammelt. So, schön ausgewichen. Klappte ganz gut. So. Ja, schießen wir noch einer auf uns. Wahrscheinlich wieder so ein stationäres Geschütz. Ja. So, kurz mal eben vernichten. Und dann kann es auch gleich weitergehen. Ja, die halten immer gut was aus, aber dienen uns eigentlich nur als Heilung. Die Batterie. Ja, sehr cool. Da haben wir auch schon wieder volle Energie. Da sollten wir aber trotzdem immer auf Abstand bleiben. Die machen gut Schaden, wenn sie dich treffen. Aua. So. Das hat uns schon gut zugesetzt. Uns echt gut getroffen. Ja, seht ihr? Der hat uns ordentlich was abgezogen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch gleich da sein. Ja.
Dann ist nicht so schlimm. So, hier nehmen wir noch eine neue Blaupause für unseren Mech. Ich würde dann auch noch mal gucken, ob wir da mal uns ein bisschen verbessern. Kennen wir die Computer schon? Ja, die können wir schon. So, sperren wir dich auch mal ein. Oder ich glaube, er flüchtet. Jo, der flüchtet. Müssen wir also weiterhin verfolgen. Blumech Boosters kennen wir schon. Kann man also nur verkaufen. Ist auch ein bisschen was wert. Im Gegensatz zu anderen Blueprints. Wenn man so auf Planeten Blueprints findet, die man schon kennt, dann kriegt man da meistens nicht so viel Gold für. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir als nächstes hin können. Da ist noch was. Ja, wahrscheinlich auch wieder so ein Hideout. Deswegen erstmal ins Sonnensystem fliegen. Und dann schauen wir uns nochmal weiter um. So, was können wir denn hier noch alles? Mal ein bisschen aufräumen. Grassy Rock. Frozen Dirt. Loose Silt. Können alles vernichten. Dreck. Stone Rubble. So, da sollen wir hin. Criminal Hideout. Wo haben wir denn die Mech-Sachen gelagert? Ich glaube hier in dem Spind. Einen von denen da. Lass uns mal gucken, ob wir vielleicht ein paar Sachen für unseren Mech herstellen können. Und was wir da brauchen. Ich glaube, wir brauchen immer viel Durastahl. Lass uns da schon mal ein paar Barren herstellen. In weiser Voraussicht. Ja, 18 mit dem, was wir gerade im Inventar haben. Und was haben wir hier noch? Kein Durastahl. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. So. Wir haben jetzt ein paar Blueprints halt wieder entdeckt. Vielleicht ist da was erschwinglich für uns. Ich will ein bisschen mehr aushalten, ein bisschen mehr Energie haben, irgendwie sowas. Also den haben wir, 2-2. Und den hier könnten wir sogar herstellen mit 3-3. Vielleicht warten wir aber auch, ob wir vielleicht einen 5-5er irgendwann mal haben. Also hier, der würde schon Sinn machen, den können wir uns schon nicht mehr leisten. Da fehlen uns zwei von den Teilen. Das können wir uns herstellen. Oder halt mal eine andere Waffe. Das ist halt die Frage, ne? Uns mal die Beine herstellen. Okay, schade. Von denen können wir jetzt schon nichts mehr herstellen. Und hier auch nichts. Also wird es bei den Beinen bleiben. Ja, schade. Aber ist dann zumindest schon mal verbessert. Da müssen wir noch ein bisschen auf Sammeltour dann gehen. So, dann legen wir das Teil mal hier ab. Und gehen dann wieder mit dem Mech runter, um das Kopfgeld hier einzustreichen. Ja, eine andere Waffe wäre vielleicht auch cooler gewesen, damit die Gegner ein bisschen schneller sterben, weil jetzt haben wir nur Ground Speed und Jump Speed halt verbessert, was wir ja eh nicht so viel nutzen. Ja, die Dinger sind auf jeden Fall wichtig, brauchen wir.
Minenfeld hier. Aber wenn man weit genug wegbleibt, dann können die einen eigentlich nichts anhaben. Schade, dass die nicht so oft Sachen verlieren. Gibt's meistens immer nur Batterien. Da bringen die schon eher was. Pixel. So, komm her, wo bist du? Alles erledigt soweit. Gehen wir mal hier unter lang. Ja, da müssen wir uns durchkämpfen. Ist leider nicht. Jetzt kommen die uns noch zu nahe. Den auch noch weg. Ah, schön in die Falle gelaufen. So, dann müssen wir jetzt auch gleich da sein. Eine Ladung Gegner kommt hier noch. Hier noch irgendwo was so. Okay, jetzt müssen wir gleich da sein. Yay. Mal wieder die Lupe an. Mal sehen, ob wir hier noch was entdecken können, aber ich glaube, das kennen wir alle schon. Ja, sieht fast so aus. Okay, der ist wieder geflüchtet. Was ist er denn hier? Okay, eine Mech-Komponente. Jetzt haben wir hier so ein Foghorn. Wahrscheinlich so eine Art Hupe oder sowas. So, hier oben das Fernrohr kennen wir ja auch schon. Okay, dann lass uns mal gucken, ob wir den nächsten Planeten ansteuern können. Da ist noch was. Und auf dem Planeten waren wir scheinbar sogar mal.
So, füllen wir mal den Sprit nach. Bisschen haben wir noch was über. Eine Uzi. Mech-Komponente. Ja, die würde ich dann ganz gerne nochmal verbauen. Gehen wir nochmal zum Außenposten. Und schau mal, vielleicht können wir ja auch nochmal was herstellen. Jetzt haben wir wieder ein paar Sachen gesammelt. Um unseren Mech nochmal ein bisschen zu verbessern. Ja, eine Waffe können wir zumindest herstellen. Das ist ja schon mal was. Was bräuchten wir hierfür? Von den Dingern nochmal was. Und hier bräuchten wir einen Durastahlbarren nur. Erhöht unsere Defensive und unsere maximale Energie. Ich würde aber eigentlich schon gerne... Jetzt mal schauen, vielleicht können wir beides nehmen. So, Armor Plate und Proton Limiter. Ja, ich würde schon einen von den beiden hier nehmen. Plasma Donuts. Ich glaube, das würde ich herstellen. So, verbauen wir das Ganze mal. Und hier haben wir jetzt ein Horn. Bin mal gespannt, wie die Waffe ist. Testen wir dann beim nächsten Hideout. Wenn wir da mal irgendwann ankommen. So, wir beamen uns mal auf den Planeten runter. Und ja, hier waren wir auf jeden Fall schon. Das ist sogar der, wo wir mal Sand gesammelt haben. Ja, dann lass uns mal versuchen, irgendwie runterzubauen. Da kommen wir sowieso gleich dann zum Wasser. Und dann müssen wir, glaube ich, nochmal nach unten schwimmen. Ich glaube, da müssen wir eh irgendwo runter. Okay, da entdeckt er das schon. Sehr schön. Und hier sollen wir hin. So, direkt wieder zugemacht. Oh, guck mal, eine Heizung. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht entdeckt. So, und hier wollen wir runter. Und hier müssen wir ein bisschen suchen, damit wir neue Informationen finden. Müssen wir mal gucken, ob wir hier eine Notiz oder sowas ähnliches finden. Jo, hier. Eine To-Do-Liste. Ah, hier eine kleine Schüssel, die können wir auch noch nicht. Lass uns mal gucken, ob wir ein paar Sachen mitnehmen. Zumindest hier so die Sachen, die wir eh verbauen werden. Und vielleicht die Waschbecken und Toilette noch mitnehmen. So, und dann fluten wir hier das Ganze mal. So, wir kriegen auch bald schon wieder Hunger. Das heißt, wir essen mal ein bisschen was. Hier, das wird bald schlecht. Und hier, das macht uns zwar nicht so satt. Okay, hier steigt das Wasser irgendwie gar nicht. So, wir beamen uns wieder hoch und schauen mal, wo es als nächstes hingeht. Den Planeten haben wir ja schon entdeckt, da müssen wir nicht einmal rumlaufen. So, hier waren wir scheinbar auch schon. Das ist wieder einer dieser Giftplaneten. Die sind dann nicht so cool. So, wir müssen uns vielleicht nochmal um Nahrung kümmern. Dass wir da ein bisschen was mitnehmen. Würde ich einmal kurz zu Hause vorbeischauen. Sobald wir teleportieren können. Können wir hier mal ein Waschbecken platzieren.
Also zu Hause und Nahrung holen, genau das wollten wir. So, hier haben wir ein bisschen was drin. Ja, nehmen wir mal so ein paar Sachen mit. Einfach nur für den Fall der Fälle, dass wir gleich wieder Hunger bekommen, was mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten wird. So, Beam Down. Und auch hier werden wir wahrscheinlich wieder in den Untergrund müssen. Jo. Ah, direkt eine Kiste gefunden. Ach, guck mal, da ist er. So, den Kollegen hier sollen wir ausschalten. Und da haben wir ihn. So, er hat wieder ein Angebot für uns. Das werden wir aber nicht annehmen. Wahrscheinlich wieder nur seinen Hut oder so. Ja, wollen wir nicht. Wir wollen dich einsperren. So, damit haben wir das auch schon wieder erledigt. Und hier können wir vielleicht die Schatzkiste nochmal mitnehmen. Ansonsten gibt es hier nichts Interessantes. So, und dann lassen wir das Ganze mal hier runterlaufen. Ich glaube, das war schon wieder mit den Kopfgeldern. Jetzt müssen wir auch im Rang wieder aufsteigen. Ich guck mal eben. Ja, wir haben jetzt nur noch die Hauptquest. Das heißt, wir fliegen einmal zur Peacekeeper Station. So, da unten. Schon wieder Sachen zu verkaufen. 6000 Pixel haben wir gerade. Ich glaube 10.000 haben wir hier noch drin. Mal kurz gucken. Ne, 20.000 sogar. So, dann können wir gleich mal unsere Waffe ausprobieren. Zumindest wie die sich verhält, was sie abfeuert. Ich hoffe, wir haben da nichts Verkehrtes hergestellt. Okay. Schießt vermutlich automatisch. Gehe ich von aus. So, 8 Credit Chips und 5500 Pixel. Das hat sich gelohnt. Und hier kommen wir dann zu der Abschlussquest von Rang 3. Die wir dann auch schon mal angenommen. Ja, lass uns mal schauen, wo wir hin müssen. Okay, ja, zu dem Planeten. Da waren wir auch schon mal. Aber auf dem Planeten selber noch nicht. Zumindest in dem Sonnensystem. Ja, Xenon Pack können wir glaube ich auch mal ablegen. Haben wir noch nie benutzt. So, da fliegt er. Und es ist auch schon wieder ein Giftplanet. Dürfte nicht allzu schwierig werden, glaube ich. Oder wir dürften nicht allzu lange suchen. Dadurch, dass wir noch nicht da waren, müsste sich das an der Oberfläche befinden. Das Ganze schauen wir uns dann aber in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Ich setze hier nochmal kurz unsere Landmarke. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und zusammen erleben wir dann mal den nächsten Rangaufstieg und schauen uns die neue Peacekeeper Station an in der nächsten Folge. Also schaltet gerne wieder ein. Bis dahin, Leute.